So, guck, schon haben wir wieder ein bisschen mehr dazu gelevelt. Ihr müsst unbedingt aufs Level achten, das ist mega krass. Ja, moin Leute und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Yay! Oh, endlich darf ich das mal wieder sagen. Es geht endlich wieder weiter. Und ja, wenn ich so mir so die Umfrage der letzten Folge anschaue, sind echt eindeutig sehr viele dafür, dass wir jetzt in den Nether gehen. Das habe ich jetzt echt gar nicht gedacht. Aber okay, ich würde mal so sagen, nichts wie hin. Aber was ich vorher nochmal machen möchte, ist, ich möchte wirklich, bevor wir jetzt direkt in den Nether gehen, möchte ich noch ein klein bisschen leveln, wobei, das können wir im Nether machen, stimmt. Genau, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe gleich weiter, ich möchte erstmal meinen Plan erzählen. Ich hole mir jetzt eine Dia-Rüstung. Aber nee, anders. Die Dia, wie machen wir das jetzt? Am besten machen wir das so, dass wir erstmal unsere Eisenrüstung und den ganzen Kram so anlassen. Dann gehen wir in den Nether, holen uns nochmal, aber mit Monster aus, das ist mir echt zu blöd, weil das, die Monster machen wir an, sobald wir dann hier auf Winterjagd und sowas gehen und loren. Aber jetzt fürs erste, nur fürs Level, mache ich die aus ohne Spaß. Ich hoffe, da hat keiner ein Problem mit. Sonst bin ich nachher wieder tot so schnell. Und ich meine, klar, muss ich beim Winter auch aufpassen, wenn ich da die Winterskelette und loren. Ich glaube, da sterbe ich erst recht. Aber ganz ehrlich, ich möchte trotzdem nicht. Ich möchte jetzt nämlich erstmal leveln mit der Eisenrüstung. Und wenn wir dann genug gelevelt haben, dass wir jedes Diamant-Rüstungsteil verzaubern können, Dann werde ich die Rüstung craften, es verzaubern und dann gehen wir in die Hölle und dann werden wir, ja, einfach mal das Risiko eingehen. So würde ich mal so sagen, so machen wir das. ganz stumpf. Jetzt müssen wir nochmal schauen, haben wir denn, wir haben eine Eisenspitzhacke dabei. Was brauchen wir denn noch, wenn wir jetzt, wenn wir da jetzt mal eben, wenn wir da jetzt rangehen wollen. Wir können uns am besten noch eine Eisenspitzhacke craften. Ich nehme, na gut, wenn wir jetzt wirklich die Monster da ausschalten, dann lasse ich die Schwerter mal hier, würde ich mal sagen. Nicht, dass wir doch sterben, das wäre natürlich jetzt blöd. Werkzeuge, genau. So, da schmeiße ich jetzt mal eben zum Beispiel den Bogen und die ganze Schwerter. Das Eisenschwert nehme ich mal einfach so mit. Nein, Redstone packen wir natürlich in die Redstone-Kiste auch rein. Genauso wie, guck mal, was wir hier noch alles haben. Lapis muss ich natürlich auch noch einsortieren wieder. Ich höre jetzt Zombies wieder. Da Lapis. Kommt natürlich auch alles hier wieder rein. Lapis Lazuli. Wusstet ihr schon, dass VW Autos baut mit Lapis Lazuli Blau? Richtig geil. Ich war letztens im VW-Werk übrigens. Azubi-Fahrt, das war richtig cool. Also, ja, fand ich witzig, als sie dann mit Lapis Lazuli, das fand ich ja schon mal echt nice, ne? Also du kannst hier, hä? Ach so, wir haben ja in die Redstone-Truhe natürlich auch noch andere Dinge aus Redstone reingetan. Ich habe mich nur gerade gewundert, ich dachte, da haben wir nur Redstone-Staub drin. Und sorry, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Oder heiser, ich weiß nicht, ob man das hört, aber irgendwie kann ich manchmal nicht mehr richtig weiterreden und ich bin immer noch erkältet, also wirklich immer noch. Und manchmal ist das schwierig, irgendwie zu reden. Ich verstehe das selber nicht so ganz, aber naja, was willst du machen? Manu, geh doch komplett da rein. Warte mal, wir spielen jetzt nur 16-2, ne? Kann das sein, dass es jetzt wieder besser geht mit dem Einsortieren? Weil bis jetzt funktioniert's. Ich glaube, bis jetzt funktioniert's echt. So, ganz ehrlich, den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Ich habe jetzt auch keinen Bock, so viel wegzutun. Wir brauchen aber noch mehr Spitzhacken. Ah, warte mal, dann machen wir nochmal einmal zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und nochmal zack, zack. Und vielleicht noch eine Schaufel. Kann man auch nochmal gut gebrauchen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal in Pennen. Wobei, wir können auch direkt jetzt reingehen. Ja, ich würde mal so sagen, ganz ehrlich, ich packe jetzt hier eben eine Schaufel rein, weil die brauchen wir bestimmt auch nochmal unterwegs. Ich meine, jetzt haben wir ein paar Spitzhacken. Und was ich nämlich jetzt machen möchte, ist im Nether ein bisschen Seelensand ab. Achso, die waren da oben, die Dinger, die, na, wie heißt, die Wölfe hört man hier, lol. Ich möchte ein bisschen Seelensand, ne, warte, Quatsch, nicht Seelensand, wo war das denn noch? Für was kriegt man denn nochmal XP, so viele? Ich bin gerade echt am Überlegen, was war denn das noch? Man kriegt doch so viele XP für Netherquarz, genau. Nichts wie rein. Aber ich glaube, ich mache wirklich gleich die Monster aus, weil mir ist es ein bisschen zu riskant, wenn wir jetzt, na toll, jetzt habe ich echt alles aufgesammelt, was ich hier mal rein... Das ist ein Enderman. Was ich hier mal reingeschmissen habe. Ich glaube das nicht. Nein, die ganze Goldrüstung. Oh. Warte mal, weißt du was? Bevor wir die Monster ausschalten, das muss ich ja nochmal eben... Also das geht ja mal gar nicht hier. Zack, so. Guck, schon haben wir wieder ein bisschen mehr dazu gelevelt. Aber jetzt muss ich natürlich nochmal schauen, haben wir eigentlich eine Kiste schon stehen? Nö, natürlich nicht. Weißt du was? Ich crafte jetzt einfach eine Kiste, die ich hier hinstelle. Dann packe ich das da alles rein. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Na, wo sind die Truhen da hier? Zack, zack, zwei Truhen. Können ja nicht schaden, ne, und so. Dann nehme ich jetzt mal eben kurz hier, da die zwei Truhen. Und mache hier einfach mal so eine, zack, so eine größere Truhe draus. Und packe da mal sowas rein, wie zum Beispiel Holz müssen wir jetzt nicht mitschleppen.
Ach nee, es geht doch nicht, siehst du? Mit dem Einsortieren ist halt eben wieder aufgehört, weil ich ein bisschen abgerutscht bin. Das ist doch mega nervig. Das war vor der 016 nicht so blöd. Kolbis lasse ich im Inventar drin. Ach, den Kieser hier ist ein. Na gut, ich lasse ihn trotzdem hier. Weil wie gesagt, man weiß ja nie, wenn wir mal sterben, wäre natürlich jetzt ungeil, wenn wir das alles verlieren. Und ich muss unbedingt sehen, dass ich die Rüstung, den ganzen Kram einsortiere und auch essen, weil ganz ehrlich, wenn. Oh, ganz ehrlich, wenn wir jetzt eh die Monster gleich mal kurz ausschalten, dann kann das hier alles einsortiert werden. Dann kann. Da brauchen wir kein Essen, so meine ich das. Alter, was rede ich hier? Och Junge, das ist immer, geht mir langsam richtig auf den Keks, das ist so. Und auch die ganze Kohle müssen wir auch nicht mitschleppen. Hätte ich eigentlich auch mal vorhin, also vorher schon mal dran denken können. Hier, guck mal, die ganzen Rüstungsteile da, was will man damit? So, Kohle, ich nehme mal 30 zur Sicherheit einfach mal mit, man weiß ja nie, aber dann ist auch wirklich gut. Och Mann, das ist aber jetzt mega nervig, das Einsortieren hier. Boah, ich hoffe echt, dass ich mich nicht komisch anhöre. Mensch, sortier doch ein. Das klappt immer richtig genial hier. Ich habe doch eben. Alter, sind da immer noch 61 Kohle, ich glaube das nicht. So, die 64 nehmen wir noch und das Flint packe ich auch nochmal rein. Ach Junge. Und dann geht's wirklich los. Da bin ich mal echt gespannt. Wir brauchen sowieso Cobbles eine ganze. Na, wobei, wir können auch ein bisschen Netherstein abfahren. Den kann man ja auch zum Hochbauen nehmen. So Äpfel rein und Kartoffeln noch rein. Und die Pfeile auch noch mit rein. Ach, Mann, warum sollte ich das hier jetzt alles ein? Ich hätte das mal eben schon machen müssen. So, dann bringt mir jetzt sowieso, ja, das Eisen hier eigentlich auch gar nichts, wenn wir jetzt eh keine Werkbank und nichts dabei haben. Aber ich denke mal, erstmal soll. Oder soll ich noch eine Werkbank? Soll ich nochmal. Ich glaube, ich mache das mal so. 1, 2, 3, 4. Und dann nehme ich nochmal hier die 14 Holz einfach mal mit. Man weiß ja nie. Vielleicht müssen wir uns doch nochmal irgendwas craften. Hier, Werkbank, zack. Kann ja immer mal sein. So, das ist natürlich nur die Frage, wollen wir jetzt wirklich die Monster schon ausschalten? Wollen wir? Hier, guck mal, unsere U-Bahn-Strecke, die auch immer noch nicht weiter gekommen ist. Ich glaube, ich mache die jetzt wirklich, wie gesagt, aber nur fürs Erste, weil ich möchte, wie gesagt, jetzt noch nicht sofort sterben. Ich mache gehe das Risiko dann ein, wenn wir wirklich hier auf Lohn, Bekämpfung, Festungssuche gehen und hier wird das Skelett und hast du nicht gesehen, so. Ich meine, dann mache ich definitiv die Monster an. Wenn auch auf einfach. Ich mache sie auf jeden Fall dann an, weil sonst ja sinnlos. Aber jetzt ganz ehrlich, während wir hier nur ein bisschen leveln wollen im Nether, könnte ich die, glaube ich, besser ausschalten. Ich glaube, das mache ich auch lieber. Ich glaube, das mache ich echt. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Was ist das denn? Achso, einfach nur mal schwer. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, aber wie gesagt, ich habe jetzt echt null Bock, jetzt hier wieder zu kopieren. Jetzt müssen wir mal schauen. Guck mal, da habe ich schon. Ich habe ja auch schon ganz schön viel, ne, dicht gebaut, hast du nicht gesehen. So, wir sind ja auch schon hier in die ganzen Richtungen gelaufen, wo die Türme sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir diesmal lang? Wir haben ja schon ordentlich was abgefickt. Wir können natürlich auch noch einfach weitergehen. Ich meine, ich werde ja wohl zurückfinden, wenn wir hier. Ah, guck mal, da sehen wir dann. Wenn wir. Ja, sehen wir dann. Dieser Treibsand da. Ich meine, wir werden ja eh immer mehr Türme bauen können, dann werde ich schon noch zurück. Ich kriege hier immer richtig die Paras, Alter, wenn ich hier so nah am Feuer und Lava und alles bin. Und zack. Wieso geht das nicht aus? Ach, das müsste man das mit einer normalen Hand machen, glaube ich, ne? Ich glaube, das kann man sogar. Ach, das ist doch blöd. Ach doch, man muss lange drücken. Stimmt, genau. Jetzt. Mann, ich krieg's mal hin. Hab ich das überhaupt schon mal hingekriegt, hier Feuer auszumachen im Nether? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ohne Spaß, ich glaube, das habe ich echt noch nie hingekriegt. Ich habe immer gefragt, wie geht das? Wie geht das? Ihr habt mir das dann immer geschrieben. Und ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Ich habe nicht lange genug gedrückt, toll. Guck mal, hier zum Beispiel. Hier ist doch ein gutes. Alter, hier ist doch ein gutes Beispiel. Hier haben wir wieder ordentlich Netherquarz. Da können wir ordentlich schon mal wieder leveln mit. Also, das ist schon mal ein super Anfang, finde ich. Hier, zack, nehmen wir mal alles mit. Ist hier noch mehr? Nee. Aber ich kann trotzdem noch eben kurz hier ein bisschen. Dann fahren wir gleich schon mal wieder ein paar Nethersteine ab zum Bauen, wenn wir uns mal irgendwo hochbauen müssen. Zack. Und jetzt müssen wir mal eben schauen. Jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Ich meine, guck mal, da hinten habe ich auch einen Turm gebaut. Das heißt, jetzt sind wir überall schon mal gewesen, haben aber anscheinend noch nicht alles abgefahren. Sonst wäre da ja nicht hier noch ein bisschen Quarz eben gewesen. Da oben ist zum Beispiel auch noch Quarz, aber wollen wir uns dann jetzt immer wirklich so da hochbauen und das dann. Oh, die Lava. Und das dann so damit rausnehmen. Man könnte das natürlich jetzt wirklich machen, dass ich mich jetzt ganz stumpf hier hochbaue. Dass ich jetzt sage, jo. Jo, Kapitän. Machen wir so. Warum beim Kapitän? Was rede ich hier? Ja. Dann muss ich natürlich nochmal eben schauen. Ist das jetzt überhaupt so schlau hier? Jetzt muss ich natürlich nochmal eben schauen, wo war das jetzt? Wo war jetzt hier der. Ach, wo war denn das jetzt? Irgendwo hier war doch gerade eben Netherquarz. Das muss ich natürlich aufpassen. Ah, toll. Jetzt finde ich das hier nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ach, das darf nicht wahr sein. Ich muss mir nochmal ein Stück runterbauen, sonst sehe ich das nicht. Ich hab doch hier eben irgendwo Nether. Bin an einer total falschen Stelle wahrscheinlich. Oh, Brand, Fernseh, was machst du hier? Oh Mann.
bin jetzt bescheuert. Wo war denn dieser Quarz jetzt? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ach, weißt du, was ist mir zu blöd, wenn da wegen einem Netherquarz, wir suchen jetzt einfach weiter, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen mehr finden. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal schauen, wo wir jetzt lang gehen, ob wir uns vielleicht mal über die Lava rüberbauen sollen, oder wie wir das hier mal... Boah, das ist aber auch gefährlich, ne? Boah, wenn ich da mal reinfliege jetzt, ne, das wäre gar nicht so geil. Alter. Aber, es sind ja jetzt keine Monster hier, ne? Man könnte doch theoretisch sagen, guck mal, da hinten zum Beispiel... Wo die ganze Lava ist. Was ist denn, wenn wir jetzt mal eben kurz hier hochgehen? Und jetzt Folgendes sagen. Jetzt gehen wir hier entlang, da wo der Turm wieder ist, den wir hier schon mal hingebaut haben. Das heißt, hier waren wir natürlich auch schon mal. Und jetzt schaue ich nochmal. Hier muss doch, guck mal, da an der Decke. Guck dir das mal an. Es wäre schon nicht schlecht, wenn wir da oben raufkommen würden. Weil dann würden wir, guck mal, los und können wir dann auch gleich mitnehmen. Und hast du nicht gesehen so. Das heißt, wir machen jetzt mal eben Folgendes. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich hier irgendwie... Gott. Irgendwie hinbauen kann. Was passiert, wenn ich jetzt sagen würde, so, jo, ich möchte jetzt hier lang gehen können. Das geht, das ist schon mal super. Dann machen wir einmal kurz den Block hier weg, zack. Und dann bauen wir uns hier so eine kleine Treppe rauf, würde ich mal sagen, zack. Jo, guck dir das mal an, wie viel Kies hier ist, Alter. Und jetzt, wenn wir da uns nämlich jetzt hochbauen, haben wir nämlich ordentlich... Ah, ich bin so blöd, ne? Ich muss aber auch darauf achten, ich sollte mir mal Türme hier wieder hinsetzen. Scheiße! Oh, Alter, habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht. Mit dem Kies. Alter. Toll, da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht, ne? Also man muss natürlich aufpassen, der Kies, der plumpst natürlich jetzt hier komplett runter. Warte mal, ich mache das mal eben ganz einfach so. Das hier ist der Pfeil, der zeigt nach da. Kann ich das, erkenne ich das so wieder? Dass der Pfeil, ja, das soll ein Pfeil sein, das soll noch da sein. Das heißt, so kommen wir wieder zu dem Block da hinten hin. Jetzt können wir mal gucken. Zum Beispiel hier haben wir jetzt auch schon wieder ordentlich. Na, sag Quatsch, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht runterfallen, falls hier irgendwo ein Loch ist. Wäre nicht so geil. Jetzt guckt euch das mal an, wie schnell das mit dem Leveln geht. Das ist einfach episch, wie du im Nether leveln kannst durch hier. Na, sag Quatsch, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Na toll. Das ist auch unglaublich, dass man hier immer. Die liegen da unten noch, das heißt, wir könnten nochmal eben kurz runtergehen und uns die holen. Runterspringen möchte ich jetzt nicht, aber wir können ja wieder runter eben laufen. Und dann können wir wieder hochlaufen, sollte klappen. Wobei, ich bin natürlich auch so schlau, jetzt habe ich natürlich hier... ist hier eine ganze Menge Kies natürlich runtergefallen. Sterben wir, wenn wir da jetzt so runterspringen? Nee, aber boah, fast, aber guck mal, schon die Hälfte Leben abgezogen. So, das nehmen wir uns natürlich nochmal mit, die XP-Kugeln. Und jetzt sehe ich zu, dass ich wieder hochgehe und dann gehen wir nochmal in eine weitere Richtung, weil, wie gesagt, wir müssen unbedingt leveln, das muss unbedingt sein. Ja, das wollen wir ja wirklich, also es muss wirklich sein. So, komm dann, genau, hier hätte ich mich doch, genau, hier hätte ich mich so rübergebaut. Stimmt, dann bin ich hier lang gegangen, bin hier hochgegangen, zack, dann hier hoch und zack, so genau. Das ist schon mal perfekt. Jetzt könnte man sich zum Beispiel da oben raufbauen und dann könnten wir da auch ordentlich was abfahren. Alter, das nervt aber total, wie man hier mal in diesem Treibsand versinkt, sage ich mal so. So, jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das am sichersten? Wie machen wir das am sichersten? Hier ist zum Beispiel auch noch was, sehe ich gerade. Kann man hier safe rein? Jo, das geht. Das nehmen wir uns mal natürlich gleich alles mit hier. Zack und zack. Und wir sind noch nicht Level 32, schade. Aber wir kommen Level 32 schon ganz nah. Und ich meine, das ist richtig geil, dass du so einfach mal eben so leveln kannst. Jetzt müssen wir nochmal gucken, von wo wir uns hier am besten hochbauen, dass wir auch direkt hier rankommen an den Netherquarz. Wir können natürlich jetzt sagen, einfach wir bauen uns jetzt hier hoch und dann einfach immer gleich oben wieder entlang. Wie viele Nethersteine haben wir jetzt? Ach, ich fahre nochmal ein paar Nethersteine ab, würde ich mal sagen. Da können wir uns nämlich damit auch hochbauen. Weil die Cobbles reichen, glaube ich, gar nicht dafür, wenn wir uns da jetzt hochbauen und dann wieder zur Seite. Und hast du nicht gesehen so? Zack, 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 zack. Wie viel haben wir davon jetzt? Wir haben 61, das ist schon mal gut. So, dann mache ich das jetzt folgendermaßen. Und zwar baue ich mich jetzt hier so hoch und dann gucken wir, dass wir gleich oben uns in die Richtung bauen, dass wir dann direkt da rankommen. Würde ich mal so sagen. Zack, 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 zack. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, jetzt müssen wir in diese Richtung hier, weil da ist... Komm, oder hier zum Beispiel auch. Und hier auch, das ist schon mal gut. Das heißt, das können wir schon mal safe abbauen. Du hast es jetzt runtergeflogen.
Der kam ja irgendwie kein XP raus. Oder war das gar kein Nether Quarz? Hier ist auf jeden Fall Nether Quarz. Ja, toll. Spitzhacke kaputt. Ja, nehmen wir halt die nächste. jetzt würde ich mal so sagen, ich baue mich aber erstmal. Alter, ich will hier nicht runterfliegen. Ich will hier nicht runterfliegen. Erstmal hier ein bisschen weiterbauen, dass wir hier nicht gleich. Ne, und so. Na komm, woran? Dass wir nicht gleich irgendwie runterfliegen und so. Und jetzt zum Beispiel hier könnte ich nochmal eben etwas ranbauen. Zack, zack, zack. Somit kommen wir auf jeden Fall auch schon mal hier ran. Das ist auch schon mal perfekt. Und jetzt pass mal auf. Jetzt achte mal auf das Level. Achte immer auf unser Level. Das ist einfach episch, wie schnell das steigt hier. Ohne Spaß. Das ist richtig hammergeil. Ohne Witz. Guck mal, schon wieder fast, also ein Viertel haben wir, glaube ich, schon wieder von Level 32 durch. Das ist richtig cool. Wie viel brauchen wir überhaupt, wenn wir jetzt 4 Rüstungsteile haben? Level 30 und 3 Verzauberung zieht er immer, 3 Level zieht er immer ab, glaube ich, bei Level 30 Verzauberung. Das heißt, 30, also wir können jetzt, warte mal, 30, 33, 36, 39, glaube ich, ne? 39 sollte passen. Das heißt, da hinten, guck mal, da hinten ist auch noch, ist das auch noch ein Netherquarz da hinten? Ich glaube schon. Aber jetzt können wir uns nochmal hinbauen. Da hinten ist zum Beispiel auch noch was. Oder hier ist auch noch ein bisschen was. Das heißt, ich baue mich jetzt mal eben hier so hin. Aber gleich mache ich auch mal einen Cut rein in, weiß ich nicht, 1-2 Minuten, weil sonst wird es zu lang. Wollen wir auch nicht. Zack, zack, zack. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen vorankommen hier. Gott, wenn ich hier runterfliege, ne? Das wäre richtig mies. Das wäre nicht so geil. Ah, ganz da hinten hinbauen. Oh. Ich mag das gar nicht, wenn da jemand mit Sneaken aus Versehen irgendwie aufhört oder so. Wenn ich auf Springen komme, dann bin ich aber richtig am ASCH, ihr wisst das schon, also. Oh Gott, ich trau mich das überhaupt nicht. Ich trau mich hier nicht. Ohne Spaß, wenn ich immer einmal nur springen komme oder sowas, ne, dann ist vorbei. Dann ist echt vorbei. Junge. Wie kommen wir jetzt hier safe hin? Boah. Alter. Ich mach das jetzt ganz einfach mal so. Ganz vorsichtig. Dann hier natürlich auch noch wieder. Und jetzt kommen. Oh, na toll. Und jetzt kommen wir. Ah, perfekt. Wir kommen direkt hier oben dran. Das ist super. Ich hoffe nur mal, dass da jetzt keine Lava irgendwie rauskommt. Das wäre jetzt mega ungeil. Dann hätten wir ein Problem. Aber jetzt achtet mal. Das ist doch richtig geil. Ohne Spaß. Ihr müsst unbedingt aufs Level achten. Das ist mega krass. Siehst du, genau. Da. Jetzt ist er gesprungen. Siehst du, weil ich da eben raufgekommen bin. Das hätte jetzt auch wieder böse enden können. Ich will nur an die XP-Kugeln ran. Sorry, falls ich heute ein bisschen ruhiger bin. Wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Jetzt müssen wir mal. Ah, Mann. Das müssen wir schauen. Jetzt haben wir zum Beispiel hier das alles weg. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal einen Cut rein, sonst wird es zu lang. Und das wollen wir nun auch nicht. Ich würde mal so sagen, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter noch Netherquarz abbauen, bis wir dann vernünftig gelevelt haben. Und dann verzaubern wir die Dia-Rüstung, schalten die Monster an und gehen in die Hölle. Ich glaube, das machen wir echt so. Ohne Spaß und jo, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und jo, habt noch einen schönen Tag.